Hallo und willkommen zurück bei Minecraft, einer weiteren Runde, wo wir gerade im Begriff waren. Das sieht irgendwie cool aus, ne? Wenn du so Wasser hier hast. Also jetzt auch mal ohne den Shader-Mod sieht das Wasser ja wieder blau aus jetzt. Da kann man es ja mal richtig sehen. Das sieht irgendwie cool aus. Das sieht aus wie so ein Energiefeld. Gut, nur dass man da drin ersäuft. Das ist vielleicht nicht ganz so energetisch. Und die Frage ist, ich frage mich tatsächlich... Oh, Kohle, 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 Kohle. Und wir haben, glaube ich, noch die Glücksspitzhacke dabei. Na, siehst du mal. Ja, dann weißt du, wenn wir schon mal hier sind, ganz kurz, das werdet ihr mir sicherlich verzeihen. Alter. Gerade wo die Kohle doch so knapp geworden ist. Und das haben wir ja die ganze Zeit vor der Nase gehabt. Wie geht das denn vonstatten? Hier sind Kohlevorräte direkt vor der Nase, die wir noch nicht gefunden haben, die wir noch nicht ausgeräubert haben. Das ist ja ein Fehler in der Matrix. So, und ich habe ein bisschen die Befürchtung, also ich frage mich, wie die Monster jetzt, warum die Monster weg sind. Das finde ich ein bisschen bedenklich, weil die haben wir ja auch nicht ausgeschaltet und gar nichts. Also wäre ja schön blöd, wenn wir die ausschalten würden. Normalerweise spielt es dann auf Peaceful. Ich guck mal, ob ich dann vielleicht nochmal umstellen kann. So, dachte ich mir schon, die Höhle ist... Naja. Ist mehr so eine alte Wurst im Berg. Da können wir gleich wieder raus. Hat sich voll gelohnt, aber immerhin haben wir so ein bisschen Kohle. Hey, Döppi, 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 Döppi. Ein, guck mal, ein Döpfin. Tja, es wird Nacht und ich habe keine Befürchtung, dass da schlimme Sachen passieren. Jetzt gucke ich mal ganz kurz. Wir sind hier unter der Brücke, ne? Hier so, sind wir unter der Brücke, da hinten. Ach, da hinten ist die kleine Brücke, hier ist die große Brücke. Das macht aber gar nichts, denn auch hier müssen wir... Das will ich euch gleich mal zeigen. Da habe ich mir gedacht, wir bringen hier vorne quasi so ein bisschen... Uah. Hier war gerade ein komisches... Ach, das ist im Lied, glaube ich. Na super, da kann ich nicht. Dann schwimme ich mal dahin, zack. Und jetzt zeige ich euch mal, was ich meinte. Wie weit muss ich da nach oben? Das sehen wir ja dann gleich. Und dann mache ich zum Beispiel hier einfach. Hier lasse ich die Erde... Oder? Pass auf, ich mache das mal lieber so. Und dann mache ich hier nochmal einen Erdblock drauf. Und das mache ich dann... Hui! Und das mache ich dann jeweils auch bei den anderen Dingern. Das heißt, ich setze dann hier zum Beispiel... Da muss ich mal wieder ein bisschen weggehen. Ich glaube, das mache ich auch mal so. Ich komme da ja von da aus drauf. Ne, ich bin ein Superschwimmer. Genau. So. Da muss ich nur gucken. Das muss ich auch ein bisschen versetzt machen. Das kann ich immer nicht nur hier machen. Da muss ich vielleicht auch mal einen nach vorne gehen. Ich zeige euch das mal, wie ich das meine. Ich weiß nicht genau, wie es am Ende aussehen wird. Wenn man dann da zum Beispiel noch einen hinsetzt, eigentlich müsste man dann hier... Der Correctness Harbor... Müsste man hier dann auch noch alles so reinsetzen? Komme ich da hin? Also ich will dann hier quasi eine Steilklippe draus machen, die auch ziemlich steil ist, aber die können wir uns dann so basteln... Oh Gott, da komme ich nicht hin, ne? Doch! Haha! die können wir uns dann so basteln quasi, wie wir das fröhlich sind. Das würde zwar jetzt ein bisschen länger dauern und ich müsste es auch ein bisschen nach vorne ziehen, damit wir nicht nur da irgendwie was bauen. Aber wenn wir das so nach und nach machen, das würde schon nach was aussehen. Jetzt aber erstmal zu etwas anderem. Ich habe ja die Kommentare gescannt von gestern war das, ne? Genau, von gestern. Da habe ich brav die Kommentare gescannt und es war euer Herzensbegehr, dass wir doch die kleine Brücke nehmen. Auch wenn wir bei der großen weiter sind, aber die kleine ist einfach tatsächlich prädestinierter. Döppi! Und dann dachte ich mir, wenn wir eh schon die kleine nehmen... Döppi! Dann können wir eigentlich auch direkt das umsetzen, was wir hier vorhatten. Da können wir hier schon mal so einen kleinen Ausleger der Steinstadt machen. Ich demonstriere das gerne mal. Ich weiß noch nicht genau. Ich glaube, das sollte ich dann wirklich auf dieser Höhe hier machen. Das heißt, ich werde hier noch ein bisschen abbauen müssen. Das tut mir natürlich furchtbar leid. Aber ihr wisst ja, wie es ist. Ohne Fleiß kein Preis. Ich zisse immer so am Essen. Ich weiß gar nicht, warum.
Man könnte ja meinen, ich lisple, aber eigentlich pfeife ich nur ab und zu mal, wenn ich... Also immer wenn ich Scheiße sage, dann ertönt dabei eine kleine Melodie. Scheiße! So. Gut, dann ballern wir die ganze Scheiße hier... Scheiße hier weg. Und... Na, das kennt er ja schon mit dem Gras wegballern und so. Ich würde es dann hier auch nicht übertreiben vom Aufwand her. Pass mal auf, ich bringe mal ganz kurz ein bisschen Geschissel in die Kiste. So, machen wir ein bisschen Erde hier rein. Dann die Saplings können wir auch. Zwei Eier, wieso habe ich denn zwei Eier? Also, ernsthaft, wieso hat man bei Minecraft eigentlich zwei Eier? Bringen dir ja eh nichts. Außer Kummer und Leid. Und unglückliche Hühnchen. Was? Oh Gott. Entschuldigung. So, jetzt ist die Frage, mache ich das jetzt so, dass ich da jetzt einfach die Brücke durchlaufen lasse? Also die Brücke läuft natürlich durch. Dann mache ich das mal so. So, mal gucken, ob wir das einigermaßen hinkriegen. Ich würde mich freuen, wenn das alles so klappt, wie ich mir das vorstelle. In meinem kleinen Kortikalknoten, der das alles versucht, irgendwie zu begreifen, was ich da überhaupt machen will. Was? Ach so. Ach, jetzt habe ich das im Hintergrund. Ach, naja, egal. So, jetzt ist die Frage. Blablabla. So, das hier ballern. Ach, jetzt haben wir die Glücksspitzhacke. Ach, weißt du was? Ist jetzt gerade mal egal. Da verballern wir die jetzt zwar ein bisschen, aber ist jetzt Wurst. Ich will da nicht extra. Die andere haben wir nicht dabei, ne? Nee, da will ich nicht extra zurücklaufen jetzt. Da haue ich das hier mal ganz kurz weg. So. Ich hoffe, das geht. Und hier. Wer war das? Scheiß Nachbarkinder! Oh, spiel wieder in den Mülltonnen, muss gleich die Polizei rufen. Okay. Die Idee ist es, dass man quasi, ich weiß nicht genau, ob das dann nach irgendwas aussieht, wenn man hier zum Beispiel... Ich weiß nicht, ob ich dafür Gravel nehmen soll. Soll ich dafür Gravel nehmen oder vielleicht doch was anderes? Vielleicht könnte ich ja Pflastersteinstufen dafür nehmen. Also Slabs. Slabbity Slab Slabs. Die man dann einfach... So, hier durch, ne? Also als Weg quasi, damit wir unter der Brücke, hatte ich mir gedacht, damit wir da auch Wohnräume schaffen, können wir einfach mal so einen Weg da durchbauen, der ein bisschen nach unten gesetzt ist, damit wir hier so ein bisschen Grasrand haben, links und rechts. Da müssen wir natürlich mit Knochenmehl noch ein bisschen aufbessern, das haben wir natürlich nicht dabei. Dass es unter der Brücke so ein bisschen natürlicher ist, oder wir bauen da halt auch ein Häusli hin, direkt unter der Brücke, was eigentlich auch ganz cool wäre. Und dann baue ich hier einfach alles, den Gravel brauche ich dann ja eigentlich nicht mehr. Dann baue ich den Boden hier, da mache ich mal so, obwohl das wollte ich eh anders bauen. So, ich schaue mal ganz kurz, vielleicht können wir da auch eine Abflussrinne bauen, aber ich glaube, das ist zu doof, wenn ich da jetzt, also ich habe überlegt, dass ich hier natürlich dann auch so eine Kobbelwand hinmache oder vielleicht lasse ich das mit der Kobbelwand und mache hier einfach nur sowas hin. Genau weiß ich das da jetzt noch nicht. Andererseits müsste es ja auch einigermaßen befestigt aussehen. Und so mit diesen Halbslabs kann man dann natürlich super Hauseingänge machen, wo man dann auch so ein Stüfchen hochgeht zum Beispiel. So eine Geschichten halt. So eine Geschichten. Also sowas geht ganz. Das geht ganz gut. Ja. Ich spiele das schon seit 50 Jahren. Ne? Also weiß man schon, was man machen kann, was nicht. Ne? Ich hatte da schon, da habe ich, das kann ich auch ganz gut. Also. Ja, naja, so. Okay, Slabbity Slap Slaps. Hier müssen wir mal gucken, wie wir das dann mit der Brücke genau machen. Nee, hier müsste natürlich so ein Brückending hin, was die Brücke da festhält.
Der muss ja statisch auch einigermaßen nach was aussehen, damit die da nicht einfach nur in der Luft schwebt. Jetzt so kannst du ja keine Brücke lassen. Die kriegt ja noch einen flotten Unterbau. Kommt ja nicht nur auf den Oberbau an, wisst ihr ja alle. So, und hier kann man dann so einen schnieken Zaun hinmachen. Hier ist noch so ein bisschen Gemüsebeet. Hier so, ne? Und hier hast du dann vielleicht noch ein paar Häuserchen. Jetzt wollte ich gerade losfliegen und mir das angucken, aber das geht natürlich nicht. Mit Derpy könnte ich das jetzt machen. Ich überlege gerade wirklich, wie ich die Häuserchen hier mache. Grübel. Ich könnte ja auch... Oh, es wird Tag. Ich habe gar nicht gemerkt, dass es Nacht war, ehrlich gesagt. Ich könnte ja jetzt dann hier eigentlich... Ich weiß nicht, ob das nicht ein bisschen zu weit nach hinten geht. Das geht zu weit. Ich mache mal Folgendes. Ich habe überlegt, ob ich da so einen Zaun hinmache. Aber das mache ich mal nicht. Ich muss dringend die Glücksspitzhacke wechseln. Gegen eine Effizienzspitzhacke. So, pass auf. Da mache ich jetzt keinen richtigen Zaun hin. Da mache ich Treppen hin. Denn... So, die fungieren quasi als Mini-Zaun und schließen hier mit unserem Gemüsebeet schön ab. Das heißt, wir könnten theoretisch auch... So, wir könnten theoretisch auch... Dann setzen wir da einen ganzen Kobbel hin. Hier so. Und machen dann da noch so eine Steintreppe. Und dann ist das Gemüsebeet so quasi... Also Gemüsebeet, Blumenanlage, Blümchenanlage hier. Soll ja auch was fürs Auge sein. Du willst ja nicht immer nur wohnen in so einer Wüste aus Beton. Außer wohnst du in Berlin. Oder in Gifhorn. Nein, war doch nur ein Witz. Liebe Gifhorner, ich sag das doch immer nur so. Weil ich da so gerne mit dem Zug durchgefahren bin. Wer kennt sie nicht? Die legendäre Gifhorner Haltestelle der Deutschen Bundesbahn. Die wird später noch in Geschichtsbüchern stehen, weil man da irgendwie immer vorbeifährt. Ich weiß nicht warum. So, die Frage ist, machen wir das dann bis hier? Ja, ne? Dann machen wir bis hier und dann... Oder ist das zu kurz? Ne, ist eigentlich nicht zu kurz. Das ist nicht zu kurz, ne? Das ist, vielleicht noch ein bisschen. Sagen wir mal, zwei Blöcke geht's noch weiter hier mit dem tollen Beet. Moment. Und jetzt mache ich mal hier dann... So, hier müssen wir mal gucken, wie weit wir das machen. Vielleicht bis dahin oder so. Dann können wir hier halt auch noch so ein bisschen Städti-Städti machen. Da oben kommt natürlich ein mega geiles Schloss drauf. Mit Multi-Etagen, mit Mordor-Keller, mit allem drum und dran. Das mache ich dann in den nächsten zwei Folgen. Händle ich das sofort alles ab. Das ist gar kein Problem. Jetzt ist die Frage hier. Na gut, ach man, ich muss mir eine andere Spitzhacke holen. Tut mir leid, Derpy. Walte deines Amtes. Hui. Und so flogen sie über die Länder von... Ich weiß noch nicht genau, wie ich das nennen möchte. Huch, das ruckelt. Nein, Minecraft schmiert ab. Das gibt's doch nicht. Nee, doch nicht. Was ist denn da los? Wieso ruckelt das so? What in the hell is happening here? I want to know in my perfect English that I'm not exaggerating. Or something like that. So, was will ich jetzt eigentlich hier im Bauernhaus immer? Man bräuchte wirklich mal so Portale, wo man so reingeht und woanders wieder rausgeht, so, die man miteinander verbinden kann und sowas. Ich wünsche mir immer noch Lua als Skriptsprache für Minecraft, damit man hier solche Dinger... realisieren kann oder vielleicht auch eigene NPCs realisieren kann mit eigenem Sprachgebrauch. Ich weiß, es gibt eine Menge Mods dafür, aber das wäre natürlich viel geiler, wenn man das alles ohne Mods direkt so realisieren könnte. So, was ich auch realisieren will, ist natürlich ein vernünftiges Abbauen. Deswegen nehmen wir die Glücksspitzhacke nicht mit, sondern die Behutsamkeit auch nicht. Wir nehmen natürlich die Standardspitzi mit. Und wir... da fällt mir was ein. Wunderschöne Dinge fallen mir da ein, die wir noch vergaßen. Ja, die wir noch vergaßen.
Okay, wir haben alle mögliche Scheiße dabei. Falltüren, so viele Falltüren, warum? Falttüren wären auch schön, so von Ikea, die man hier so einfach... Wupp, dann gehst du durch, Falttüren. So,